Jo, Leute, und herzlich willkommen zum 11. Türchen des Adventskalenders. Heute mit einem kleinen Experiment am Start. Und zwar spiele ich hier gegen ein KI. Ich habe alle Würmer auf dick gestellt, also dass alle richtig fett machen. Und, ach, ich kann es gerade nicht zeigen. Aber wir haben alle Waffen. Und er macht hier das und Tim kassiert da. Und ich darf nur mit einer bestimmten Waffe spielen. Ich könnte jetzt natürlich den Armageddon nehmen, ich könnte den Betonesel nehmen, ich könnte den Stier nehmen. Aber nein, wir werden nur mit Heiligen und Bananen spielen. Und ich würde sagen, wir machen, wenn es zu lang dauert, baller ich einfach einen Armageddon raus. Wir machen alle 5 Runden zündlichen Armageddon. Ah, die Heilige war nicht perfekt geworfen. Fistbomb und Boyle haben dann nochmal relativ Glück gehabt und jetzt stehen wir da zu dritt. Also das war jetzt die erste. Und immer, wenn ich das 5. Mal dran bin, kommt ein Armageddon. Und wenn hier eine Banane explodiert, ach du Scheiße. Triple H, Undertaker, Shawn Michaels, alle stehen hier. Oh, er legt Dynamit zu Undertaker, das ist vielleicht gar nicht so die dumme Idee. Oh, aber Chris hat auch was abbekommen, aber Sua auch. Von daher gar nicht so dumm. Was machen wir denn da? Legen wir hier unten eine Heilige hin. Und hoffen, dass einfach so und Nat runterfallen. Natürlich Nat überlebt, aber Undertaker fällt noch mit rein. Alles klar. So, das war jetzt das 2. Mal. Oh, der Armageddon wird komplett zerstören, glaube ich. Alles. Kein Wurm wird das überleben, den Armageddon. Der holt sich Leben, Alter. 25 plus. Was macht er? Was macht er jetzt? Luftangriff? Auf Chris, nein! Oh, Chris überlebt. Jeder Wurm ist hier wichtig, glaubt's mir. Okay, dann werfen wir von hier unten eine Banane rein. Boah, perfekt! Darf nur keine Banane zu mir fliegen? Natürlich fliegt eine Banane zu. Aber, oh, einer ist tot. Das war jetzt die 3. Runde. Ah, John Cena hat auch einiges abbekommen. Komm, jetzt passt auf. Ich bin gespannt, was er macht. Komm, wirf da irgendwas Heftiges jetzt hin. Komm, Minty. Minty, komm, hau was raus. Wasser oder was? Ne, noch ein Luftangriff. Okay, John Cena hat es überlebt und Tim hat nur ein bisschen was davon wegtragen müssen. Ja komm, dann ballern wir jetzt einfach hier nochmal eine Banane rein. Nein, hat nicht getroffen. Vielleicht trifft er. Ja, hat noch getroffen, hat noch getroffen. Perfekt. Und wenn das einer hier drin nicht überlebt hat, dann überlebt es hier drin keiner. Ach, da bin ich 80, glaube ich. Nee, ach, ja, doch 80. Und jetzt kommt Nat. Also das ist, könnte Chris sein Tod sein. Aber jetzt kommt gleich eine Runde noch und dann kommt der Armageddon, Alter. Und dann könnte es das schon gewesen sein. Was macht er denn jetzt? Betonesel oder was? Nee, nochmal Luftangriff. Hä? Wieder auf Chris. Und Gluck, Chris ist weg vom Fenster. Wenn es Triple H oder Shawn Michaels dran ist. Oh mein Gott, wir haben so ein Glück, ich schwör's euch. Komm. Bring ich in Sicherheit. Ja. Nein. Als ob. Okay, und jetzt kommt der Armageddon von uns. Ich bin gespannt. Sosa ist dran.
Sosa, was macht? Wenn er jetzt einmal Gärtnung macht, wird es lustig. Und er packt wieder irgendwas raus. Wieder den Luftangriff. Der hat's halt mit seinem Luftangriff und. No, 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 John Cena, John Cena! Oh. Wie im WWE-Part gestern. Nur, dass John Cena nur auf mich gegangen ist. So. Ich würde sagen, Armageddon kann kommen. Und da fliegt der Erste ganz weit runter. Und oh weh, oh weh. Aber trifft gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Und wenn ihr bedenkt, und oh, Chris kriegt ab. Und oh, der Blaue da unten hat ordentlich kassiert. Der wäre auch schon so tot gewesen. Aber der 200er, der da oben steht, der muss getroffen werden. Ja, der ist gut. Nee, das ist nicht gut. Ja, nein, das war kein heftiges. Komm. Ja. Jawohl, der 200er wurde getroffen. Okay, wie viele haben überlebt? Okay, der ist tot. Und sonst sind wahrscheinlich noch ein paar ins Wasser gefallen. Was macht der jetzt? Der wird irgendwas... Ja, das ist ein Double Kill. Oder er portet sich weg oder sowas. Nein! Macht er nicht. Eieiei, aber trifft nicht gut. Das überlebt er mit Leichtigkeit. So, schmeißen wir mal weiter Heilige und Bananen. Stehen die denn alle? Da steht einer, da steht einer. Und da hinten steht einer. Okay, dann werfen wir das safe eine Banane. Die kann ich ja gar nicht fernzünden, ne? Fuck. Aber... Oh. Nichts aber. Aber ich möchte, dass es eigentlich nicht ewig in die Länge ziehen. Deswegen machen wir gleich einfach den nächsten Armageddon. Aber gut, mit dem Armageddon ist halt safe vorbei. Jetzt kommt der nächste Luftangriff. Was ist das? Er hat voll Bock auf die Luftangriffe. Nein, nein, jump weg. Oh, fuck. Ah, nein, das ist ein Double Kill. Okay, als nächstes machen wir den Armageddon, sonst wird das, glaube ich, hier ewig gehen noch. Zwei Explosions. Das sind zwei Würmer von mir und drei von ihm. Wenn er jetzt nicht den 190er da oben killt, dann könnte das sogar noch ein Win werden. Komm, spring. Computer, spring. Oh, Bunkerbombe, euer Ernst? Okay, hat er nicht gut gemacht. So, dann packen wir doch mal das Armageddon hier aus. Let's go. Oh! Okay, drei Würmer sind tot. Welcher Wurm wird gekillt? Meiner oder seiner? Bis jetzt sieht's gut aus. Für uns, noch keiner hat uns getroffen. Oh, da fliegt jetzt safe einer zu ihm gleich. Nein! Zu ihm fliegt einer, aber die landen halt alle im Wasser, die bei ihm kommen. Oh, er hat so ein Glück. Und, oh, über uns war eine Decke, die uns gesaved hat. Was ist hier los? Okay, jetzt das 101. Nein, denn nein. Es ist ein 101. Er schießt mit der Bazooka. Hui! Alter. Es ist halt alles weg. Okay, wir machen aber jetzt machen wir einfach schnell, dass ich alles benutzen kann, dass das hier schneller vorbeigeht. Weil sonst zieht sich das unnötig in die Länge. Ich glaube. Mit den Heiligen und den Bananen würde das richtig eng werden. Ich kann gleich noch mal versuchen, eine Banane zu werfen. Aber dann schieße ich echt mit der Zielsuchgranate schnell auf ihn oder so. Wow. Wow. Echt. Wow.
Ja, dann versuchen wir es jetzt noch mit der Banane. Und dann... Ja, ich kann gar nicht so weit werfen. Dann packen wir... Oder? Soll ich noch... Wir machen jetzt noch ein bis zweimal Armageddon und wenn es dann einer nicht überlebt, hat es halt nicht überlebt. Und wir schauen, was er so in der Zeit... Oder er macht jetzt Armageddon, das ist natürlich auch möglich. Betonesel! No way! Er hat gewonnen. Er hat den Betonesel gezündet. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert auch den Kanal. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Adventskalender. Bis dann. Ciao.